Publikum, ja, jetzt mit Hilfe vom Publikum. Eine Frage zu einem wirklichen Fernsehliebling und einem wirklichen Weltstar. Mit welchem deutschen TV-Liebling entlockte Carmen Weltstar Liza Minnelli echte Freudenschreie? A. Ex-Kapitän des Traumschiffs Sascha Hehn mit Kapitänsmütze? Oder B. Schauspiellegende Fritz Wepper mit einem Rosenstrauß? Oder unserem Bares für Rares Star Horst Lichter? Er sagt zwar, Sushi ist auch keine Lösung, aber hat ihr trotzdem welche mitgebracht, weil sie die so gerne mag. A, B oder C? Das ist ja schön. Also, alles nicht schlecht. Dass ne? hier so viel Schweigen im Publikum herrscht. Ich logge A, B und C. Ja, ich auch. Das geht nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Fritz Wepper. Ja, dann sucht euch was aus. Ihr nehmt B. Fritz Wepper, jawohl. Bei uns in der Sendung heißt es immer, wenn man es gar nicht weiß, dann B nehmen. Dann nehmen wir jetzt auch B. Ja, B. Fritz Wepper mit Rosenstrauß. Hier ist die Gegenprobe. Die richtige Antwort. Diese Freundschaft, das ist eine der besten Freunde, die ich in meinem Leben habe, schon so viele Jahre. Konnte ja gar nicht voneinander lassen. Also, das heißt, 2 Punkte für Beatrice und Andi, 1 Punkt für die Ehrlich Brothers. Das heißt, die Ehrlich Brothers haben dieses Duell verloren und sind in der nächsten Sendung dabei. Moment, mit Süßigkeiten fürs ganze Publikum. Einer wird trainiert. Und ihr erscheint sogar zu Hause vielleicht. Also okay. Aber darf ich einfach mal eingreifen? Ja. Ja. Wir können das Publikum ja fragen, ob wir möchten, dass Beatrice und Andi auch ihre Wettschuld einlösen müssen in der nächsten Sendung. Yay! Ja? Entschuldigung, dass ich hier so eine Regieanweisung gebe. Das heißt, wir haben ein Gewinnerteam und ein Fastgewinnerteam und einen großen Gewinner, das ist dein Publikum. Die sehen die Ehrlich Brothers mit einer neuen magischen Nummer und sie hören und sehen Beatrice Egli und Andi Bock. Na, großartig. Und ich danke dir sehr herzlich für die Einladung. Ja. Also, ja, also man könnte an dieser Stelle sagen, erstmal Dankeschön, dann bin ich wieder auf dem besten Wege zu der 100 Kilo Kellnerin. Ja. Mit den schönen Bonbons, glaube ich. Definitiv. Nein, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, wenn ihr kommt. Oh, habe ich schon meine ersten Gäste für meine nächste Sendung? Bitte sehr. Ja? Apropos nächste Sendung, will ich an der Stelle nicht vergessen zu sagen. Johannes hat seine nächste Sendung am kommenden Mittwoch. Das ist richtig. Und was ist es? Ein Quiz? Ja, völlig überraschend. Da kommst du nie drauf. Ah, komm. Heißt die Sendung Fülle nach Ars hier im ZDF. Und wir freuen uns, wenn alle... Genau. Ja. Also, das musste unbedingt noch gesagt werden. Und jetzt, Johannes, habe ich noch was für dich. Ja. Weil ich habe mich so gefreut, dass du gekommen bist. Da habe ich noch mal ein bisschen gekramt. Wenn du so redest, tolle... Vier tolle Highlights haben wir ja gesehen und eins habe ich mir aufgehoben, weil es mit dir zu tun hat. Ja. Ich habe ja gar nicht gewusst, meine Damen und Herren, dass Johannes